So, Servus zusammen. Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. ZPL Spieltag Nummer 8. Wir müssen ran gegen den guten Damon und sein Team Attack und Grimmsnarl. Ja, ich habe tatsächlich noch mal kurzfristig was am Team geändert. Also im Teambuilding hat Zumpex noch das Toxic. Da habe ich mir jetzt aber den Brüller noch drauf gemacht, weil mir über Nacht gekommen ist, dass Sub Keldeo ziemlich gefährlich sein könnte, und deshalb wollte ich hier lieber Brüller spielen. Und Quappo hat jetzt anstatt Ice Punch Toxic, weil ich Toxic einfach behalten wollte. Und ja, wir stehen 3 zu 4. Ich hoffe, mit diesem Kampf auf ein 4 zu 4 gehen zu können. Es wird, denke ich, ein ziemlich schwieriger Kampf. Ich sehe ihn halt im Vorteil, weil er einfach der erfahrene und auch der bessere Spieler von uns zwei ist. Ich hoffe, dass meine Duraludon-Strategie mal mehr oder weniger aufgeht, um Keldeo direkt rauszunehmen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was er überhaupt dabei hat. Und drücke mal A. Er moderiert auch noch an. Deshalb könnte es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis er fertig ist. Ja, ich bin mal gespannt. Also Keldeo wird safe dabei sein. Zwolok könnte jetzt, da Zwirfinch nicht im Team ist, doch eventuell Probleme machen, sollte es speziell defensiv sein mit Flauschigkeit, weil dann ein Erholungsset, dann wird es schwierig für mich, da dran vorbeizukommen. Da muss ich eigentlich so gut wie fast jeden Focus Blast treffen, und wie gern ich Focus Blast treffe, das sollte bekannt sein. Nämlich, ich habe, glaube ich, noch nie einen getroffen, zumindest nicht in letzter Zeit. Ich hoffe nicht, dass das jetzt Verbindungsprobleme sind. Ah, nee, okay. Und wir sehen, oh, wir sehen keinen Zwolok. Das ist schon mal ganz gut. Er hat sein Giga Olangar dabei. Das ist okay. Galalashuking King ist auch okay. Arcani, damit habe ich auch gerechnet. Die Beltra wird sein Defogger sein. Keldeo und Raikou hat er auch dabei. Okay. Das heißt faktisch für mich, dass meine Mirror-Coach-Strategie mit der Kampfattacke nur gegen eins von beiden funktioniert. Aber Raikou macht halt nicht viel gegen Zumpex. Mit was leade ich jetzt? Könnte gut sein, dass er mit Olangar leadet. Den Lead könnte ich mit Weezing countern. Galar-Weezing ist, glaube ich, allgemein nicht so ein schlechter Lead. Aber ich möchte schauen, ob er direkt mit Keldeo Druck machen will. Und versuche mit Duraludon zu leaden und dann direkt fürs Spiegelcape zu gehen. Und dann hoffe ich, dass ich First Turn irgendwie irgendwas rausnehmen kann. Raikou, Keldeo, irgendwas. Und wir gehen rein. Ich hoffe nicht, dass sich mein Mikro zwischendrin mal wieder verabschiedet, was in letzter Zeit gerne mal passiert. Also wenn mal kurz nichts zu hören wäre, nicht wundern. Außerdem hat es mir in OBS die Einstellung ein bisschen rausgehauen. Sollte der Ingame-Sound zu laut sein, tut mir das leid. Aber okay, er leadet mit Raikou. Jetzt ist die Frage, reveal ich direkt meine Choppelberry für Raikou? Aber Raikou ist eigentlich, glaube ich, nicht so ein Problem. Nee, das möchte ich, glaube ich, nicht tun. Oder wobei, ich möchte es ihm eigentlich nicht zeigen. Nee, ich möchte es ihm nicht zeigen. Könnte jetzt schon ein Fehler sein, dass ich das gemacht habe. Aber gut. Wenn der Volt wechselt. Ja, er wäre halt. Raikou wäre halt weg gewesen. Aber das macht halt gar nichts gegen Zumpex. Er kann jetzt hier nicht drin bleiben. Ich werde jetzt Rocks legen.
Er könnte natürlich sowas wie Energiekraut, Solarstrahl, Arcani spielen oder sowas in die Richtung. Ja, Raikou kann ich ziemlich gut handeln. Ich denke, es war richtig, noch nicht die Spiegelcape Choppleberry Strategie zu revealen, auch wenn Raikou dann safe raus wäre, aber dann habe ich halt die Strategie nicht mehr, um notfalls gegen Keldeo noch was machen zu können. Deshalb denke ich, war das hier richtig. Und der dürfte auch nicht Specs sein. Wahrscheinlich irgendwie so Sugarberry mäßig. Ja, er geht raus. Er switcht in Sumpex halt kaum was rein. Die Beltra, okay. Er könnte jetzt natürlich hier sowas wie Anti-Eisbeere spielen. Ich denke mal, ich gehe für, er könnte die foggen. Ich gehe jetzt mal für die Rollwende oder gehe ich hart auf Weezing raus. Nö, ich gehe mal hart auf Weezing raus. Er könnte natürlich auch Drachen tanzen, das wäre aber okay. Dann müsste er praktisch mehr oder weniger den Bronzung hat er auch nicht dabei. Mehr oder weniger den Eisenschweif spielen. Überschallknall. Er ist speziell, okay. Halsspray. Halsspray Libelta. Der hat mir ungefähr über 70 KP gemacht, dann wird er mich jetzt wahrscheinlich killen. Aber Weezing nutzt mir hier dann in der Tat eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr ganz so arg viel. Ich kann ihn halt mit Sumpex und dem Brüller kriege ich ihn halt raus. Ich muss jetzt nur gucken, was ich jetzt mache. Ja, ich denke mal, dass ich drin bleibe. Weil ich will nichts reinswitchen. Ich muss Sumpex halt safe reinkriegen. Ich hoffe nicht, dass der mich jetzt killt. Doch, tut er. Aber ich hatte jetzt halt keine andere Wahl. Weil ich halt jetzt in Sumpex gehen kann. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Jetzt hat Olangar halt ein bisschen leichteres Spiel. Aber ich gehe halt jetzt vom Brüller. Und dann ist Libeltra erstmal, ich sag mal, einigermaßen entschärft. Das Spezielle hätte mir Weezing sowieso nicht so viel genützt. Ich denke, er wird versuchen zu... Gigasauge hat der auch noch. Das ist jetzt natürlich was, womit ich überhaupt mehr oder weniger jetzt gar nicht gerechnet habe. Jetzt kommt Gala Lashoking rein. Er ist ein Giftschleim-Set. Sumpex ist extrem hart gechippt. Ich muss halt drin bleiben. Ja, ich könnte Fuecro. Nee. Ich gehe für EQ, das wird ihn wahrscheinlich ziemlich sicher nicht killen, aber. Ist jetzt halt so. Ach komm. Das war bestimmt wieder so eine verkackte Roll oder irgendwas. Ha, wir leben. Ist natürlich mega gut. Dann gehe ich jetzt aber für die Flip-Turn, weil er wird jetzt mit Sicherheit rausgehen. Und dann wäre EQ komplett verschenkt. Ja, das war klar, er hebt sich das auf. Dann war das jetzt hier mein einzig richtiger Play. So.
Jetzt habe ich da ein Libeltra stehen und kein Galarizi mehr. Ich muss jetzt halt in Voltolos gehen. So. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, ob ein Dark Pulse killt. T-Bolt kann ich nicht drücken. Was switcht er hier rein? Was ist sein Switch-In? Eigentlich Ulan-Gao oder Galar-Lashuking. Aber Galar-Lashuking glaube ich nicht, dass er hier reinkommt. Will ich Kehrtwenden? Das Kehrtwende ist halt ein Missplay, wenn er drin bleibt. Ich gehe von Dark Pulse. Ja, jetzt hätte wahrscheinlich der Focus Blast halt gekillt. Mit ziemlicher Sicherheit sogar hätte der gekillt. Hätte ich ihn getroffen. Ja, aber gut. Ich hätte ihn dann halt faktisch zweimal treffen müssen. Jetzt kriegt er halt Ulan-Gao rein. Auf den Focus Blast wäre halt Galar-Lashuking reingekommen. Aber ich muss jetzt hier halt auf der Finster-Aura bleiben. Entweder muss ich hoffen, dass ich flinch oder dass es halt killt. Weil in Ulan-Gao switche ich halt auch nicht mehr wirklich was rein, weil halt Galar-Weezing weg ist. Das Gute ist nur, dass sein Team extrem gechippt ist. Ja, er geht raus. Jetzt kommt natürlich Ulan-Gao rein. Okay, nee, Keldeo kommt. Ja gut, der kriegt jetzt den Attack Boost, aber ich glaube jetzt nicht, dass er ein physisches Keldeo spielt. Keldeo habe ich immer Quappo dabei. Wenn er jetzt natürlich Luftschnitt spielt, dann hat er mich natürlich schön geplayt. Ja, kommt ins Gold, das top für mich. So, er hat. Ich gehe jetzt für ein Toxic. Wahrscheinlich geht er wieder raus. Ihr könnt jetzt Galar-Lashuking natürlich reinholen. Oder Raikou, aber dann kriege ich immerhin einen Toxic drauf. Das Problem ist nur, dass Zumpex so gechippt ist, dass der in Raikou nicht mehr gut reinkommt. Okay, er hat mich schön gespielt. Schön gespielt. So, jetzt ist die Frage nur. Könnt jetzt natürlich damit rechnen, dass für Eco reinkommt und für die Wasserattacke gehen. Aber ich möchte Quappo halt nicht zu sehr chippen lassen. Fuego sieht ja auch gar nicht mehr so gut aus, von dem her kann ich es jetzt riskieren, dass er das predicted. Ich hatte ein ziemlich obvious Play jetzt, weil ich halt in Dings nicht reingehen kann. Okay, er ist ein Iron Defense Set. Das sehe ich jetzt aber als gar nicht so tragisch an, weil ich gehe jetzt für den Knockoff. Ich glaube nicht, dass der mich mit irgendwas killen kann. Ah, come on! Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Wie viel KP sind das? Das ist doch jetzt wieder irgend so eine verschissene Roll. Komm, das gibt's doch nicht. Oh Mann! Er kann sich halt gegenhalten. Jetzt ist er gleich wieder voll. Ja, weißt du, da habe ich schon wieder keinen Bock. Irgend so eine. Das, 2 KP. Wahrscheinlich hat er 2 KP gehabt.
Wahrscheinlich hat er 2 KP gehabt. Ich kann halt mit Zumpex, der Brüller, der hat halt minus Prio, da killt er mich halt. Ich muss auf den Crit hoffen. Hey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Sowas. Das scheiß Galalasho King wäre einfach weg gewesen. Sowas nimmt mir einfach komplett den Spaß da am. Jetzt wird er halt angreifen. Hoffe ich mal, sonst habe ich den Zeitpunkt zum Auswechseln verpasst. Okay, never mind. Ich hätte schon längst auf Duraludon rausgehen können. Die Roll, die hat es halt wieder entschieden. Das ist nicht das erste Mal in dieser Liga, dass eine Roll hier mein das Game entscheidet. Ich werde hier jetzt Dynamaxen und für den Dark Pulse gehen. Das Problem ist nur, wenn ich Dynamaxe und Keldeo reinkommt. Ja, egal, ich mach's trotzdem. Sonst komme ich wohl an diesem Ding hier nicht mehr vorbei. Vielleicht war es auch wieder der falsche Zeitpunkt. Mit den Dynamax kann ich eh nicht umgehen. Das ist für mich der größte Dreck. Aber der Kampf, der geht mir jetzt halt schon wieder richtig auf den Geist. Weil halt so eine 2-KP-Roll da wieder das Game halt wieder komplett wendet. Der wäre nie zu seinem Setup gekommen. Und wäre einfach komplett mehr oder weniger weg gewesen. Immerhin kann es sich da nicht gegen Slack offen. Ja, immerhin, und er kriegt den Drop. Das wird jetzt aber halt immer noch nicht reichen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder irgend so eine verkackte Roll. Die Frage ist, ob er jetzt rausgeht, wegen dem Drop. Aber das kann ich mir wenig vorstellen. Ich muss jetzt halt dafür gehen. Er bleibt drin. Komm, gib mir irgendwas. Oh Mann! Was zum Geier? Ja, jetzt geht er halt raus. Ich glaube, dass es jetzt rausgeht, aber ich kann es nicht eingehen, ich muss ihn wegkriegen. Ja, war klar. Hätte ich nicht eingehen dürfen. Ja, ich hätte für die Schalzacken gehen müssen. Ich hätte für die Schalzacken gehen müssen. Es war halt klar, dass er irgendwie rausgeht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Jetzt kann er halt praktisch Steine maxen. Geht für die Feenattacke.
Ich hätte halt für die Dyna Stahlzacken jetzt gehen müssen. Läuft ich Duraludon hier jetzt ab? Eigentlich nicht. Ist mir zu wichtig. Ja. Eigentlich war es mehr oder weniger obvious, dass er rausgeht. Von dem her hätte ich einfach für den Stahlmove gehen müssen. Hätte auch meine Def nochmal geboostet. Das war schlecht. Das war einfach schlecht. Okay, er geht jetzt fürs Lichtschild. Jetzt für Knockoff, ich will sein Item weg haben. Ich habe halt auch keinen Defog mehr, jetzt hockt er die ganze Zeit hinter den Screens. Das ist halt schlecht. Und ich denke, dass er jetzt Dynamaxen wird. Aber ich switch halt eigentlich nichts rein in den Feen-Move. Deshalb knall ich ihm jetzt einfach den Hitzkoller um die Ohren und versuche seine Giga zu stallen. Er geht raus. Hätte ich mal die Q gedrückt. Ja, egal, ich bleib hier drin. Ich kann ruhig irgendein Gedankengut-Gedöns machen. Fuego nützt mir nicht mehr so viel. Auch nicht gegen das Lashoking wahrscheinlich. Ja, zwei Rolls halt, die mehr oder weniger das Game ein bisschen entscheiden. Den nehmen wir ganz gut, wird uns halt trotzdem two-shotten. Weil ich gehe halt davon aus, dass er die Rolls halt... Citrus Berry, geil, klar. Weil ich gehe halt davon aus, dass er die Rolls mehr oder weniger bekommt. Jetzt kann er halt auch für T-Bolt gehen, wenn er sich sicher sein will, dass ich nicht in Quapo rausgehe. Ja, oder für Aura-Sphäre. Das reicht halt auch aus. Muss ich halt für Kehrtwende gehen, wobei er hier wahrscheinlich, ja, der kann eigentlich nichts gegen mich machen. Was holt er rein? Sein Team ist doch auch schon ziemlich gechippt. Ich denke mal, ja, wenn ich für Kehrtwende gehe, kann es halt ein Missplay sein. Na gut, jetzt, ich sag jetzt mal so, jetzt muss ich halt Quapo reinholen und hoffen, dass die Wasserattacke kommt. Ja. So, jetzt muss ich halt wieder raus. Und muss wieder auf Voltolos. Weil jetzt kommt halt ein T-Bolt. Wahrscheinlich, wenn er nicht rausgeht. Er geht raus, okay. So. Jetzt drücke ich halt Dark Pulse, wobei jetzt halt wahrscheinlich Keldeo reinkommt.
Das macht ja gar keinen Damage. Okay, er stallt jetzt mehr oder weniger ein bisschen seine eigenen Screens. So, das Lichtschild ist jetzt weg. Die Frage ist halt, ob das jetzt ein Two-Shot ist. Nö, ist es nicht. Dann kann er mich jetzt hier wahrscheinlich... Okay, ich flinche immerhin mal. Eigentlich kann er nichts gegen Duraludon machen. Das heißt, ich gehe jetzt raus. Er kann jetzt ruhig wieder Slack offen. So, geht er jetzt wieder raus. Jetzt für eine Lichtkanone. Ja, der. Oh, was macht der? Der macht so komische Plays. Setzt er sich jetzt wieder auf mit Iron Defense oder so ein Quark? Ach komm. Er spielt Slack off, Iron Defense, Scald. Wahrscheinlich noch den Gift oder den Psycho-Move. So, jetzt gehe ich für ein Dark Lariat. Jetzt geht er halt wieder raus. Das war eigentlich dumm, zu schnell gedrückt, weil er geht jetzt halt wieder raus. Geht nicht raus. Wenn das jetzt wieder so eine Roll gewesen wäre, also dann wäre ich ja wohl durch. Also dann hätte ich hier... Okay, er sieht jetzt halt die Möglichkeit, hier irgendwas safe reinzuholen. Ja, er Dynamaxt jetzt. Er Dynamaxt jetzt und geht für den Feen-Move. Muss halt drin bleiben. Muss drin bleiben, hoffen, dass ich tank. Gehe für Toxin. Okay, nee, er holt sich nochmal Screens raus. Aber jetzt habe ich den immerhin auf dem Timer. Ich habe schon gar keine Zeit mehr. Ich habe nur noch 49 Sekunden. Ich denke, ich verliere das am Timeout. Ich weiß gar nicht, wie ich noch vernünftig überlegen soll, wenn ich nur noch 49 Sekunden habe. Ich muss jetzt halt immer schnell drücken. Ich kann überhaupt nichts mehr überlegen. Ja, macht er gut. Das killt mich zwar nicht, aber mit dem Special Attack Drop hinterm Lichtschild... muss ich jetzt nur Dynamaxen und dann hat er gewonnen. Weil ich muss halt, ich kann nicht mehr überlegen. Ich kann nichts mehr überlegen, ich muss einfach nur schnell drücken. Kann dann in seine Giga, ja, kann dann in seine Giga meine Mons reinwerfen. Und halt, dann gewinnt er das hier, weil sonst verliere ich halt am Timeout. Ja, ganz klar, für mich waren es die Rolls gegen seinen Galalashoking, die das Game hier entschieden haben, weil sonst hätte ich noch eine Chance gehabt. Das wird jetzt halt niemals killen.
Das killt mich aber auf jeden Fall. Und dann hat er das jetzt hier auch gewonnen, ganz einfach schon, weil ich halt keine Zeit mehr habe zu überlegen. Ich muss jetzt halt eigentlich in Voltolos gehen und hoffen, dass der T-Bolt killt, was ich mir nicht vorstellen kann, hinterm Lichtschild und in der Giga. Ja, natürlich nicht. Aber er nimmt mich halt raus wieder. Ja, das ist halt. Jetzt habe ich eh verloren, weil Voltolos weg ist. Reicht wenigstens das Toxin aus. Ja, immerhin kriegt Quappo einen zweiten Kill. Jetzt muss er halt einfach nur in Raikou gehen. Und gewinnt. Ja. Ich könnte jetzt nochmal irgendwas hin und her gambeln mit, keine Ahnung, Dings Gedöns hier, Aurasphäre und Dings abfangen und keine Ahnung, T-Bolt abfangen und keine Ahnung was. Aber das macht für mich halt keinen Sinn. Raikou kriegt hier die letzten beiden Kills. Damit gewinnt er 4-0. Klar kann ich auf den T-Bolt rauswechseln, aber dann drückt er halt einfach Aurasphäre gegen Quappo und verliert trotzdem, macht alles keinen Sinn mehr. Ja, für mich waren das ganz klar die Rolls gegen sein Galalashoking. Weil der hat mich unendlich genervt, konnte deshalb meine Giga ausstallen. Der wäre halt weg gewesen. Und dann hätte ich hier richtig gut Work machen können, von dem her. Ja, das sind halt die Gründe, warum ich keine Lust mehr aktuell habe, weil es halt einfach so gegen mich läuft, dass ich halt Rolls nicht krieg, Attacken miss. Ja, der Gegner bekommt's halt. Klar, halt Spreli Beltra hat mich überrascht, hat er gut gemacht, aber das war nicht so schlimm, ich konnte das noch ganz gut handeln. Das hat halt Zumpex angechippt, aber das halt Spreli Beltra war eine gute Vorbereitung von ihm. Ja, was will ich machen? Verlieren wir halt mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.